Sonntagmorgen Nürburgring und wir begrüßen euch live jetzt hier bei der AVIA E-Racing Competition. 40 Fahrer, 40 Piloten, 20 fahren in der Pro-Klasse, 20 in der AM und gefahren wird die wohl schönste, aber auch schwierigste Rennstrecke, die man hier unter die Räder nehmen kann, nämlich die 20 Kilometer lange Nürburgring-Nordschleife. Man könnte sagen, das ist so eine Art AVIA-Markenpokal, denn gefahren wird der BMW M6 GT3. Keine anderen Fahrzeuge, für alle Fahrer die gleiche Technik, für alle das gleiche Material und wirklich nur das Fahrkönnen am Lenkrad, an den Pedalen, im Simulator, im Sitz entscheidet über den Sieg. For me, it's been an amazing race. I'm very grateful to all of you because of the organization. It's been amazing. Also, thanks to my team because they support me a lot and to my family and all my friends who are supporting me. Denn hier geht's weiter. Die nächsten 20 sind bereits am Trainieren und gleich wird die Startaufstellung erfolgen. Und wir sind schon in der Startaufstellung. Es geht los mit dem Finale der Pro-Klasse im AVIA E-Race Competition. Start ist freigegeben, Ampeln sind auf grün. Hier schenkt man sich jetzt im Moment schon von der ersten Sekunde an überhaupt nichts. Ich glaube fast, wir werden noch eine ganze Ecke engere Duelle sehen oder größere Duelle, als wir es gesehen haben in der Rookie-Klasse. Vorneweg Jack Kiesley, verfolgt von Julian Kunze. Das Duo setzt sich direkt mal ab und dann kommt erst die restliche Gruppe, angeführt von Timmy Aschel, der auch schon ein bisschen gegenüber André Santos Boden gut macht. Nochmal das späte Manöver, während Fromont noch im Zweikampf ist, nach vorne, nach hinten und Kiesley sich den Sieg einfährt. Herzlichen Glückwunsch und er freut sich ganz wohl zu Recht über diesen fantastischen Sieg. That was really tough. I mean, even when you got a lead of like 2 seconds, you can't let up. You know, Yarshell, Gunter, they're some of the best in sim racing. You just can't slow down. I'm out of breath.